Menschenskiri, ey. Schaffe ich das jetzt auch einmal, ohne runterzufallen? Einmal? Junge, ich gebe mir hier gerade selbst in einem erbitterten Kampf Objekt herstellen. Was ist das denn? Lindert die Belastung durch Wahnsinn. Oh. Oh ja, Giftmesser. Oh mein Gott, ich kann 20 von diesen Dingern hier bauen. Jetzt habe ich 30 von diesen Online-Rufer. Bernie, Maurice, ich hole mir Bernie. Bernie. Ernie und Bernd. Bam, tot. So. Alter, die geben mir 600 Seelen. Ich wurde betrogen. Ich glaube das nicht mehr. Bam. Bitte stirb doch jetzt. Ja, stirbst du jetzt? Sterben. Oi, Bernie. Oi. Bernie. Der Online-Typ, der mir hilft, heißt Bernie. So, meine Runen müssten direkt voraus sein. Ich laufe gerade Richtung Osten. Ich habe Angst, dass ich wieder runterknalle. Meine Runen sind hier unten. Okay. Und ich habe keine Ahnung. Junge, das Großschwert hat drei Schläge machen und dann sind die direkt schon am Arsch. Es kommt schon wieder eine Invasion. Meteoric Knight. Wie heißt der? Meteoric Knight. Wo ist der Typ? Läuft der jetzt schon wieder lang? Junge! Das hat weh. Und ich verkacke diesen Schlag. Ich habe jetzt 206 Runen schon wieder, Alter. Und umlegen. Besteht dieses Dornschwert eigentlich hauptsächlich nur aus Metall oder sehe ich das richtig? Das heißt, es besteht hauptsächlich aus Metall. Ja, da kam der! Der Invasor! Ich hab den Invasor gesehen! Ach, Herrgott! Komm, ich will ihn holen. Komm runter! Ach egal, er muss zu mir kommen. Ja, da kämpfe ich auch sowas von mit. Ja, soll man den Segen sowas überleben? Ja, verpiss dich, ich hab keinen Bock auf falschen Kampf! Ja, aua! Fahrstuhlkampf! Komm auf Fahrstuhl! Wir machen Fahrstuhlkampf! Ja, hallo! Ja. Oh, fuck! Ich hab's überlebt! Ich hab gewonnen!
Ich hab mir eben auch so gekillt, indem er einfach beim Fahrstuhl runtergekracht ist. Oh Mann, der Arme! Ich habe ihn selbstständig hops genommen. Er hat sich selbst hops genommen irgendwie, oder? Das ist ein scheiß Labyrinth in dieser Höhle. Das ist gefühlt König der Löwen. Bloß Hüllenformat. Oh, der Arme. Er musste sich selbst abmorksen. Hallo. Geht's, Mr. Steini? Nö. Oh Mann, ich kann's vergessen, wie sehr ich diese Scheiße hasse. Zack. Und dann hole ich mir wieder einen neuen Online-Spieler. Irgendwie das Gefühl, gleich kommt was Großes. Obwohl, das ist ja die Kristallhöhle, ne? Das heißt, es kommen zwei oder drei. Das heißt, drei gegen zwei. Und außerdem haben die eine Schwäche, müssten die ausgerechnet eine Schwäche gegen Feuer haben, ne? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Alter, diese Höhle ist echt ein Labyrinth. Da muss ich hoch. So, Renala, schon wieder wie sich zum zweiten Mal. Ich dachte gerade, ich kipp noch, ich fall noch mal runter. Kein Bock drauf. Das wär's gewesen. Aber genau bei derselben Stelle noch mal. Zum dritten Mal. Vierten. Was? Nix. Zum vierten Mal? Nee. Okay, das ist traurig. Jetzt muss ich wieder 50 Jahre warten oder was? Leute, so weit bin ich auch wieder nicht. Ich warte doch keine 50 Jahre, bis ihr kommt. Jetzt kommt ihr rein, oder ich... Ich will die Gegend erkunden. Nein, ich werde ständig alle andere Welt reingezogen. Junge, ich hol hier gerade einen Serienmörder in meine Gruppe. Er hat die weiße Maske von einer Nonne. Oh shit. Oh, schon wieder gegen Renala. Du weißt, wie viele Leute Probleme bei ihr hatten. Und ich Probleme habe, gegen drei Bosse auf einmal zu kämpfen. Alter, zwei Blutkatana. Ja moin, der kämpft mit zwei Blutkatanern. Was ein Scheit. Das denn? Ich hoffe, ich knall jetzt nicht nochmal die Treppen runter. In dieser Höhle sind ja die Holztreppen kleiner als keine Ahnung. Hier will ich nicht runter. So, dann gehen wir ganz entspannt diese Treppe runter. Oh, der bringt sich um. Mörder. Morissin ist gerade dasselbe passiert wie mir. Er ist runtergeflogen. Ach Gott, der Scheiße. Wie viele fallen hier runter? In dieser Kackhöhle. Was ist das für eine Höhle? Dann hole ich mir rein. Eine mit drei Drachenaugen. Shit. Ich habe eine fette Rüstung. Das heißt aber nicht, dass ich gleich der stärkste Mensch der Welt bin in dem Spiel. Für Maurice bin ich wahrscheinlich der stärkste. Aber nebeneinander ist. Das ist eigentlich auch ein Großschwert? Das ist auch ein? Nee, hä? Ja, dieses Spiel will mich doch wohl verarschen. Ich hole mir gerade einen Drachenmenschen. Ich habe 200 Seelen, aber ich will keine mehr verlieren. Nochmal 800 mehr draufgemotzt. So. Draufgemoddet.
Und jetzt sagen wir mal, beugen wir uns hin. Der hat eine königliche Rüstung, willst du mich verarschen? Der hat das Tornado-Schwert, Maurice. Hier will ich nicht laufen, sobald ich bis zum Ende komme. In der Höhle habe ich besonders viel Angst zu sterben. Ist gefährlich hier drin. Und dann gibt es in dieser Höhle irgendwelche Waffen, von denen ich wissen sollte. Junge, warum fallen alle bei dieser Treppe runter? Was ist das? Jesus, sterben alle bei dieser einen Treppe, wo ich mal runtergeflogen bin. Mal gucken, was sieht das auch mit dem nächsten? Alle sterben bei einem Fall. Schon wieder erste Phase fertig. Oh. Mich nervt das die ganze Zeit, dass die Leute nicht mal mit Absicht darunter knallen. Ich sehe das sogar. Die fallen da runter, förmlich wie die Fliegen. Okay, einmal noch und dann mache ich es wie ein Profi alleine. Kommt denn hier nur online? Heilige voraus benötigt. Okay. Sehr interessant. Ich muss ein paar von diesen Krummfingermedizinen loswerden. Ich habe viel zu viele. Ich muss die alle loswerden. Oh, wieder 10.000 Kronen. Dann hole ich mir jetzt einen Luca. Gastwirt herbeigerufen. Ich heiße Max. 38.000 Kronen habe ich jetzt. Wie hieß meiner Mark oder hieß meiner Max? Mark. Alter, Kraft ist bei. Ich habe die höchste Kraft. Ich bin schon fast mit Heilung fertig, fällt mir gerade auf. Wie viel geht das nochmal? 99, wie immer. Ey, wenn der jetzt runterknallt, dann lache ich aber wirklich. Wäre witzig, wenn der jetzt auch runterknallt, weil die Treppen sind so schmal hier in dieser Kackhöhle. Ist das gewollt oder ist das... Gab's das nicht mal auf YouTube, dieses Video, wo alle hier in dieser Höhle immer runtergeknallt sind? Warum auch immer? Boah, geil. Er ist nicht runtergeknallt. Geil! Der erste, der nicht runtergeknallt ist, Maurice. Wow. Der allererste. Jetzt knallt er hier runter in den Tod. Da kann ich nicht mal mein Lachen halten. Wow, der überlebt echt alles. Warte mal, welcher Gang war jetzt nochmal der für den Boss? Wow, wo kommst du denn her? Ist hier noch einer? Nein, gut. Hier ist Loot. Hier ist Lord. Junge, hier sind Spam-Viecher. Was soll der Scheiß? Um die habe ich nicht gebettelt. Wollte schon sagen, gebettelt. Och man, es geht noch weiter hier runter. Ist das euer Ernst? Chiromino! Junge, der ist riesig. Was soll der Scheiß? Wieso sind die so riesig? Hallo? Oh Gott, es ruckelt! Es ruckelt! Es ruckelt! Was ist das? Hör auf zu ruckeln! Aua! Ist ekelhaft! Es ruckelt! Aua, aua! Aua! Es ruckelt ganz schön stark! Zwei mit einem Backstep. Bam! Ja, genau. Mein erster Schlag ist nach unten. Alter, wie viele Drachen. Du weißt ja, diese Höhle, die ich für auch dich gefunden habe, ne? Du findest hier so viele dieser Steine, mit denen du deine Waffen verbessern könntest. Ich weiß. Aber die weiß leider auch nur ein einziges Mal. Und ich habe eine neue Zauberdings. Erde erschüttern, habe ich erlernt. Geil. Warte, Luca, ich komme. Der Mark kommt.
Hi. Und noch eine Fahrstuhlfahrt. Es gibt's noch eine Fahrstuhlfahrt. Sag mal, wie weit geht's in diese Höhle runter? Ach, endlich, ich bin da. Ich bin unten angekommen, hieß. Und ich gehe hier rein. Und natürlich ist es ein Kristall-Liana. Was für ein Ding? Was ist das denn? Beyblade Burst? Oh mein Gott, Alter, er macht Beyblade. Junge, ich nehme dir ja keinen Schaden weg. Was ist das für ein Scheiß? Oh mein Gott, zu Ende? Kommt da noch einer? Das war's? Oh, das ist irgendwie peinlich in dieser Höhle. Gab es nicht mal in einer Höhle, gab es doch zwei Bosse. Warum hier denn nicht? Ein einziger verdammter Kristallboss. Ey, nee. Das kann nicht das Ende schon in dieser Höhle sein. Das ist so enttäuschend. Gibt es ja echt keinen zweiten Weg? Echt? Das ist der einzige Boss in dieser Höhle? Ich wurde enttäuscht. Der einzige Boss in dieser Kackhöhle. Habe ich eigentlich noch einen Steinschwertschlüssel? Nein, habe ich nicht mehr. Was mache ich eigentlich mit diesen Drehen? Gibt den Zwillingsjungfern für neue Objekte. Also heißt das, jetzt kann ich mir so gesagt bei denen jetzt epische Waffe holen oder was? Aber die Höhle ist schon abgehakt, ne? Donnerstromhöhle müsste abgehakt sein. Hier ist noch was zum Suchen. Und wir finden echt nicht mehr so viele Höhlen. Ich bin irgendwie enttäuscht. Warum? Es gibt weniger Sachen zum Looten. Ist nicht gut. Da habe ich ja schon wieder die Hälfte des ganzen Spielzeug gemetzelt. Okay, was kann ich jetzt damit machen? Klangperl anbieten, ne? Ich werde schon wieder verarscht. Fick, die Wölfe habe ich schon. Was weiß ich hier noch? Ich habe alles bei denen abgekauft. Die haben jetzt jeden Drachenschmiedestein für mich. Goal. Jetzt haben wir Zeit wieder. So, jetzt habe ich wenigstens endlich mal diese Laterne. Werde ich mir auch schon seit 10.000 Jahren wieder kennen. Laterne, 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 Sonne, Mond und Sterne. Bleibst du auch immer noch wieder spielen? Das bleib ich. Hilfst du immer noch spielen, um dich zu verbessern? Ja. Ich kann schon wieder Waffen verstecken. Warum hat jetzt Radar? Okay, warte, jetzt verstehe ich hier gar nichts mehr. Ein Radans Großschwert hat kein X mehr. Warum? Ist hier schon wieder der Bug? Okay, kannst du es benutzen? Hä? Kannst du wirklich wieder benutzen? Ey, geil! Stärke ich diese Waffe.
Alter, das sind jetzt zwei starke Waffen. Jetzt habe ich zwei starke Waffen. Jetzt habe ich drei Schwerter, so gesagt. Wenn Radans wird ja zwei Schwerter gezählt, ne? Was ist denn jetzt los? Ich bin immer noch zu schwer. Mache ich mich gerne mal wieder ein bisschen leichter. So, und jetzt kann ich zwei, jetzt habe ich drei Schwerter, Maurice. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich drei Schwerter, was soll ich? Oh Mann. Schlafgemach des Königs. Da ist ja auch eine Höhle. Mal auch hin. Immerhin will ich alle Waffen. Okay, den Baum habe ich schon. Niedere Erdenbaum. Hier oben ist noch eine Höhle. Da ist ein Boss bei dem Baum. Ach ja, jetzt kann ich ja wieder zum Feuerriesen. Da oben, was waren nochmal die Zangdinger da, die so ähnlich aussahen? Waren Katakomben, ne? Junge, wie viele Bosse habe ich hier versehentlich ausgelassen? Gibt es immer noch vieles zu machen? Aber naja. Juhu! Juhu! Ob Leute immer noch... Ob paar neue Spieler hier sind im Spiel. Tunnel zum Schloss. Die 1 Million Runen zusammen. Ich glaube, das wäre eine Herausforderung, oder? Ich habe schon eine epische Rüstung gefunden. Der wahre Aiden Wingmeister bin ich, Maurice. Das gehört nur ich, nicht du. Oh. Jetzt habe ich zwei Schwerter. Ist das auch Magie gewesen? Alter, geil! Ich kann jetzt Magie einsetzen. Ich glaube, jetzt muss ich mich ja wieder mehr leveln, aber irgendwie mag ich diese Rüstung ganz. Auch wenn ich eigentlich gewollt hatte, eigentlich eine andere Waffe zu benutzen. Ne? Ich helfe dir gleich wieder, wenn du Bock hast. Ne? Bin gleich in der Unterwelt. Ja, dann kann ich dir dort helfen. Bei welchen denn eigentlich? Bei Noxtella? Unter der Erde. Ja. Ja. Aber ich helfe jetzt mal kurz jemanden. Vielleicht ist hier jemand bei dem Boss, bei dem Anfangsboss, weißt du noch? Mal gucken, wenn ich jetzt jemanden treffe. Du hast doch, wenn du auf mehr Spieler gehst, eine kleine goldene Statue dabei. Ja. Mach die an und dann auf weit, nah und weit entfernt. Du meinst die kleine goldene Statue? Ja. Dann könnt bei jeder dieser Statuen, die du berührt hast, wird dann überall dein Rufzeichen angemacht. Mal gucken, wo komme ich wohl? Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich in Aiden Wing überhaupt mal jemanden helfe. Kann das sein? Weiß ich doch nicht. Vor allem jetzt kämpfe ich ja mit drei Schwertern. Das ist geil. Du musst dann halt nur Hallo zu denen sagen, ne? Vielleicht. Hallo. Oh, ich werde gerufen.
Hallo. Ich kämpfe mit drei Schwertern. Komm her, drei Schwerter-Stil. Ich bin kein Arschloch, nur weil ich jetzt mit drei Schwertern kämpfe. Drei Schwerter-Stil, you spin my. Ich kämpfe jetzt mit drei Breitschwertern, so gesagt. Koop-Rufzeichen wird an Herbeirufzöpfer gesendet. Reichweite in der Nähe. Okay. Heißt das, jemand hat mich angeholt oder wie oder was? Ja. Oh. Hier ist gerade ein Paladin, ein Zerberger gestorben. Ganz am Anfang. Junge, ich habe so viele Leben. Meine sind schon in der Hälfte. Aber man konnte ja bei Status sehen, ne? Arkanenergie ist bei 14. You spin my hey, why won't? Ich hab drei Schwerter! Drei Schwerter Stil! Eigentlich wollte ich ja nur einhelfen, aber irgendwie. Koop-Rufzeichen wird an Herbeirufserver gesendet. Reichweite in der Nähe. Rufzeichen ist verschwunden. Mal gucken, ob am Anfang bei mir jemand mich ruft.